In diesem Video möchte ich Ihnen die zweite Schleife vorstellen, nämlich die Vorschleife. Die funktioniert ähnlich wie im C, allerdings ist der Syntax ein bisschen anders. Es gibt prinzipiell drei wichtige Arten und Weisen, wie man die Vorschleife benutzt. Man kann sie mit einem Bereich nutzen, die uns schon bekannte Funktion Range. Man kann sie mit einer Liste benutzen. Und man kann sie mit einer Liste benutzen, indem man die Indizes auch bekannt sind oder sie auch mitnimmt. Das erkläre ich Ihnen eins nach dem anderen. Benutzen wir erstmal die einfachste Variante mit dem Range. Dafür brauche ich nichts weiteres, außer zu sagen, for i in range nehmen wir mal 10, Doppelpunkt, print i und das war's. Und am Ende schreiben wir nochmal print fertig. So einfach geht das und wenn ich das jetzt ausführe, machen wir erstmal das alte Zeug weg. Wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich, aha, okay, das ist total einfach gewesen, von 0 bis 9. Der Range, erinnern Sie sich ja dran, er gibt mir alles, den kompletten Bereich zurück, allerdings ohne die letzte Zahl, also von 0 bis 10 offener Intervall. Und dann zählt er eben von bis. Natürlich kann ich diesen Range auch irgendwie ganz anders machen, indem ich sage von 10 bis 30 in Schritten von 3. Dann schreibt er mir eben 10, 13 und so weiter und so fort. Also diese Range-Funktion kann ich jetzt so nutzen, wie ich das möchte. Sie gibt mir direkt diesen Bereich zurück, den ich haben möchte. Und hier interessanterweise muss man eben diesen Bereich nicht zuerst in eine Liste umwandeln, um darauf zugreifen zu können, sondern man kann sie wirklich als Bereich auch so, so lassen. Ich kann allerdings auch hier, also das lassen wir jetzt so als Beispiel, ich kann aber auch eine Liste nehmen. Dafür muss ich mir erstmal eine Liste anlegen, sagen wir doch mal Obst. Und die Obstliste besteht aus Apfel, Banane, Birne, Ananas und einer meiner Lieblingssorten Mango. So, jetzt kann ich auch sagen, for i in Obst, Doppelpunkt, einfach print i. Gucken wir mal, was jetzt daraus wird. Hier schreiben wir wieder fertig, damit wir auch wissen, dass wir fertig sind. Gucken wir das an. Was ist jetzt passiert? I ist nicht wirklich der Index von dieser Liste, so wie wir gewohnt sind, sondern es ist tatsächlich ein der Elemente. Und diese Vorschleife geht durch die einzelnen Elemente, sagen wir mal, von alleine durch. Das heißt, ich muss hier nicht sagen, genau mit 1 gehen, sondern diese Anweisung hier, i in eine Liste, bewirkt eben, dass ich wirklich eins nach dem anderen die Elemente abklappere. Und die Verschiebung der Elemente, also jedes Mal ein neues Element dazuzunehmen oder dieses i abzudaten, das passiert eben von alleine, das macht die Vorschleife selber. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wir haben jetzt diese zwei Möglichkeiten. Einmal geben wir einen Bereich aus Zahlen und dort können wir mit i dann rübergehen und die bestimmten Zahlen sind eben in diesem i hier gespeichert. Andererseits haben wir auch kennengelernt, wie man durch die Elemente einer Liste durchgeht. Allerdings, was wir nicht können in diesem Beispiel, ist zu sagen, an welchem Index wir uns gerade befinden. Das kann man natürlich hinterher rauskriegen, indem man fragt, an welchem Index steht denn der Apfel. Wenn man es aber mehrere Äpfel zum Beispiel hätte, dann ist es nicht so ganz praktisch. Es gibt eine praktischere Variante dafür. Man kann sagen, nehmen wir doch mal diesmal J in Range, Length Obst. Wenn ich jetzt Print anweisen würde, und zwar J, dann werden wir sehen, dass das jetzt nicht mehr. So, was ist jetzt passiert? Für J in Range Length Obst. Das heißt, ich habe jetzt mir einen Bereich definiert, der von 0 bis zur Länge von dieser Liste Obst geht.
und den Index allerdings ausdruckt. Also hier im J ist jetzt tatsächlich der Index drin. Und wenn ich den Elementen an diesem Index rausschreiben möchte, dann müsste ich Print Obst J machen. Das sieht jetzt ein bisschen so aus, wie wir es früher im C hatten. Und hier sieht man auch ganz schön, jetzt drucke ich erstmal den Index aus. An diesem Index ist der Element Apfel. Am Index 1 ist der Element Banane und so weiter und so fort. Und da sind eben die drei wichtigsten Arten und Weisen, wie man die Vorschleife benutzen kann. Und damit jetzt zusammen mit der While-Schleife lassen sich tatsächlich alle möglichen Schleifen implementieren. Dankeschön.